Herzlich willkommen heute wieder bei den Nachrichten von WinTV. Ich bin der Soli. Und ich bin der Daniel. Daniel, hast du das mitgekriegt? Er hat eine junge Gruppe von Studierenden gegeben, Architekturstudenten, die sich gefragt haben, wie kann man den öffentlichen Raum und sprich die Gehsteige nutzen. Sehr schön. Servus René, wir sind da in der großen Neugasse. Also die Gehsteig-Guerilleros veranstalten heute das Gehsteig-Festival. Das soll zeigen, wozu öffentlicher Raum eigentlich noch da sein kann und der Gehsteig nicht nur Verkehrsfläche ist, sondern auch andere Nutzungen möglich sein sollten in diesem Raum. Und wieso seid ihr auf die Idee gekommen, das so groß zu machen? Also es ist grundsätzlich in Wien sehr schwierig, den öffentlichen Raum spontan zu nutzen für individuelle Bedürfnisse, die jetzt nicht kommerziellen Zwecken dienen. Es sind viele Anrainer hier heute, der Großteil nimmt das sehr positiv auf. Es grüßen uns Leute von der Straße, also wenn abseits dieses Festivals jetzt, wenn wir einfach nur so draußen sitzen, fahren die Leute mit dem Rad vorbei, winken uns zu. Es hat uns schon jemand mal ein Eis gebracht, weil es so toll findet, dass wir das einfach machen und ganz unkompliziert einfach draußen sitzen, weil das anscheinend sonst niemand macht. Und auch heute, obwohl es eigentlich eine sehr aufwendige, teilweise auch laute Veranstaltung ist, gibt es wenig Probleme mit Anrainern. Genau, also verpflegt werden wir zum einen von der Urban Kitchen von Implantat. Das ist ein umgebautes Fahrrad, auf dem gekocht wird. Und zum anderen von der Volksküche, die sie auch ganz großzügig vorgestern erst noch angeboten haben, hier auch noch mitzumachen. Und wenn ihr nähere Informationen dazu haben wollt, dann könnt ihr euch auf die Webseiten der Veranstalter Informationen anschauen und auch andere Infos, die sie aufgestellt haben. Das ist unter welcher Seite, Daniel? www.gehsteig-guerilleros, also mit Doppel-R und Doppel-L, .zog.io. Super, perfekt. Ihr wart aber auch bei einer zweiten interessanten Geschichte, die sich Finissage nennt. Kannst du uns kurz erklären oder mir erklären, was eine Finissage ist? Eine Finissage. Eine Finissage ist das Gegenteil einer Vernissage, also die Schlussveranstaltung eines Projekts. Und wir waren bei der Ingrid Frauenberger, einer Malerin, die hatte ein Projekt mit politischen Statements der letzten 10 Jahre. Und zu diesem Projektabschluss, eben dieser Finissage, kam dann auch der Aktionskünstler Michael Fischer und da waren wir dabei. Kennst du mich? Oder ihre Arbeiten sind nicht unbedingt gefällige Arbeiten. Ja? Sie sind nicht unbedingt glatte Arbeiten, unterstützt von einem Musiker. Wir hören die ersten halbe Minute. Ja? Und zwar, ich sag's noch erinnern, Michael Fischer. Burka ist eine Form von Unterdrückung und auch Stöckelschuhe oder rasierte Beine und Schminke sind eine Form von Unterdrückung. Oder man könnte auch sagen, Mann ändert nicht die Gesinnung, indem Mann den Frauen die Kleider vom Leib reißt. Daniel, wir haben jetzt den Beitrag gesehen und ich habe gesehen, dass die Ingrid Frauenberger in einem Burka auftreten ist. Warum hat sie denn das gemacht? Naja, das war das letzte politische Statement eben der letzten 10 Jahre. Und zwar um zu demonstrieren auch gegen das Burka-Verbot in Frankreich. Ah, okay. Und ihren politischen Protestgrund zu tun, ist sie dann bei dieser Finissage in Burka daherkommen. Genau, richtig. Ja, wir haben mitgeteilt bekommen durch die Medien, dass am Karlsplatz jetzt von der Polizei Razzien durchgeführt werden, sie nennt es selber so, wegen den Suchtkranken, die sich in der Passage und den U-Bahn-Bahnsteigen dort befinden, um diese zu verdrängen und sie machen auch stichprobenartige Kontrollen dort, eben um für die Umbauarbeiten der Passage dann eben Freiraum zu schaffen, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.
das haben wir uns einfach einmal angesehen, um da wirklich genau zu sehen, was passiert. Schauen wir uns den Beitrag an. Machen wir. Wien, Karlsplatz. 200.000 Menschen frequentieren diesen Knotenpunkt täglich. Unter ihnen auch ca. 200 Suchtkranke, die dort von 16 Sozialarbeitern betreut werden. Damit ist jetzt Schluss. Seit Montag patrouilliert ein Großaufgebot der Polizei in dem weitläufigen Stationsareal und der Passage auf der Suche nach Suchtkranken. Die gesetzlichen Grundlagen für die Wegweisung wurden schon vor längerem geschaffen, aber jetzt muss es schnell gehen, denn am 7. Juni sollen die Bauarbeiten für eine neue Passage ohne Geschäfte, dafür mit einer Kunstinstallation geschaffen werden. Sauber, ordentlich, hell und freundlich ist es in dem Bereich, wo die höchste Frequenz an Suchtkranken zu verzeichnen ist, im Lokal der Streetworker. Dort kann man nicht nur gebrauchte Spritzen gegen neue tauschen, sondern bekommt auch Hilfe in anderen schwierigen Situationen. Das macht sich auch bezahlt, denn Wien hat im internationalen Vergleich die niedrigste HIV- und Hepatitis C-Infektionsrate. Der Spritzentausch trägt viel zu diesem positiven Ergebnis bei. Aber genau dieser Spritzentausch wird in den nächsten Tagen eingestellt und auf andere Einrichtungen, die weniger gut erreichbar sind, aufgeteilt. Hell, schön, sauber und ordentlich und ohne Ladenzeile wird der neue Stationsbereich Karlsplatz sein. Die 16 Sozialarbeiter bleiben am Karlsplatz, aber ohne Spritzentausch und ohne Klienten, wenn die Stadt, die Wiener Verkehrsbetriebe und die Polizei erfolgreich sind. Bis dahin sollte man aber lieber nicht den Eindruck erwecken, suchtkrank zu sein. Apropos Karl, Daniel, du warst ja mit Inge bei der Podiumsdiskussion im Depot mit der Bundesministerin Karl. Und übrigens, die Inge ist jetzt auch gerade dort, die kann jetzt auch noch zu uns kommen. Inge, kommst du bitte gleich zu uns? Da nimmst du Platz. Und ihr erzählt uns jetzt, Inge, wie war das jetzt mit der Frau Bundesministerin und ihren Gästen am Podium? Ja, an sich eine sehr interessante Stimmung gestern. Ich meine, das Depot ist halt relativ klein, aber es war ziemlich gefüllt. Und auf der Bühne war eben noch der Rektor Bast von der Akademie. Und der Daniel Klopper eben von Uni Brent, die Sophie Wollner von der VSDÖ und eben der Heinz Meyer von der Juridikum. Das war mein, übrigens mein Favorite gestern. Ja. Absolut tolle Kommentare abgelassen. Der hat sich so gut mit der Karl verstanden, wir sind gleich nebeneinander gesessen. Und die erste Frage vom Moderator war gleich, ja, was haben Sie für Visionen für die Uni? Und Karl ist gleich gekommen mit ihren normalen Phrasen wie Qualität, Sicherung und weiß ich nicht alles, keine Ahnung, 5 Sachen hat sie genannt, glaube ich. Ja. Und dann der Heinz Meyer gleich so mit, ja, er findet das nicht nötig, dass alle studieren, er glaubt doch nicht, dass alle zu fähig sind. Es fangen 3000 Leute an und er ist so froh, dass nur 500 aufhören und was mit denen dazwischen passiert, das weiß er nicht, die fallen einfach aus, aber er ist so glücklich darüber. Also mit sozialer Kompetenz konnte Heinz Meyer jetzt noch wirklich nicht glänzen. Nein, das ist das. Ich habe wirklich selten jemanden erlebt, der so nah im Universitätsbetrieb ist und so fern von einer studentischen Lebenswelt. Also jetzt noch die letzten Infos. Also nächste Woche findet eben am 9. Juni der internationale Aktionismus-Tag .0-Tag statt. Und mehr Infos findet ihr auch unter unserer uni.at beziehungsweise auch auf Facebook und im Wiki. Und ihr findet sowieso alle Links zur Sendung im Blog-Eintrag. Und bis nächste Woche Donnerstag. Ja. Ich bin Soli. Und ich bin der Daniel. Und ich bin die Inge.